Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier wieder zu meinem PHP 5 Einsteigerkurs. Und in unserer nächsten Lektion wollen wir uns darum kümmern, wie man etwas in ein Textarray eintragen kann, mit Hilfe einer Wertübergabe. Ich habe hier wieder zwei Listings. Hier ist das zweite. Hier geht es darum, im Prinzip ein Textarray festzulegen. Ein Textarray unterscheidet sich von einer anderen Eingabemöglichkeit dadurch, dass man einfach mehr an Texte eingeben kann. Das ist Unterschied zum Import-Type-Text. Haben wir hier in dem Fall das Text-Array. Ich lege hier durch ein Öffnungstag und Endtag fest. Und da kann man eben was eingeben und ist wieder innerhalb eines Formular-Tags. Ja, wird es hier in dem Fall übergeben, hier an diese Webseite, die hinter diesem Listing steht. Und ja, da kann man Werte eingeben. Das sehen wir hier im zweiten Listing. Und das Besondere ist, man kann wieder in ein Element etwas eintragen, wie wir es in den vorigen Lektionen ja auch schon besprochen haben. Und beim Textarray kann man das so machen, dass man hier wieder mit ist-jetzt prüft und wieder was übergeben wurde vom vorhergehenden. Das hier Post-Hinweis, das ist hier wieder dieselbe, der Name in dem Fall des Textarrays. Und das kann man dann innerhalb dieses Arrays eintragen. Und wenn ich hier etwas hineinschreibe, in dem Fall das, was ich vorher eben eingegeben habe, wird das dann auch im nächsten dann eingetragen. Ich könnte jetzt hier dann irgendwas eingeben. Papa Cook. Ja. Klicke auf OK und es wird dann hier wirklich auf dem zweiten, nachdem ich es abgesendet habe, dann hier eingetragen. Ihr habt dieses Post-Hinweis, hatte dann diese Daten, die dann hier abgesendet wurden, dann eingetragen. Also man sieht, welche großen Möglichkeiten man hat, einfach wieder schon von vornherein in ein Dokument etwas einzutragen. Versuche also hier unten diese Aufgabenstellung zu bewältigen, damit du das dann auch festigst, was du hier gerade wieder gesehen hast. Und von hier aus Dank fürs Zuhören und Zusehen. Danke.